Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier von 19, von Hoffentlich Marsch, Version 3.5. Ja, ich mache jetzt hier weiter mit Kalkerspringen auf Feld Nummer 7, weil da fehlt ein bisschen Kalk. Ich lasse jetzt von normalen Feld weiterarbeiten. Denn jetzt ist das Feld ja im Grunde schon mehr oder weniger durch. Er muss ja zwar so fahren, aber gut, das ist egal, das macht ja nichts. Ja, ich werde jetzt noch gucken, Feld 4, da war noch ein Rest. Und zwar muss das noch was gemacht werden. Und zwar, ja, pH-Wert. Ja, das Gelbe halt, ne? Ich werde jetzt hier das entsprechend düngen lassen. Wir haben ja hier schon eins stehen. Das werden wir umswitchen auf diesem Modus. Bevor ich hier. Naja, 50%, das wird nicht reichen. Da werde ich mal gleich mal losdüsen und. Oh, der Kopf ist weg. Ich will ein bisschen anders fahren, dass ich da besser rauskomme, ne? Hält er sich jetzt fest? Achso, da. Das ist ungünstig, wenn wir losfahren wollen. Das ist ungünstig. Egal. Ich brauche jedenfalls Nachschub an Kalk. Das heißt, kurz mal den Fendt zum Hof fahren. So fahren wir ein. Lenkung für deaktiviert. Das ist kurz die Sekunde. 1, 2. Ein bisschen länger als 2 Sekunden, aber jetzt soll es gut sein. Wenn ohne Widerstand ist kein gutes Fahren. Ja, Gärreste haben schon angefangen. Das reicht aber nicht ganz. Da muss ich mal sehen, dass ich da etwas Gülle hinzunehme. Aber erstmal sehen, dass wir Kalk in Reihe kriegen. Ja, ein paar Bäume liegen auch noch. Und kam ein bisschen was durcheinander, kann man sagen. Arbeitsmäßig. Weil. Personalfarming, das wollte ich schon mal reinnehmen. Kommt aber in Thüringen auch noch. Und da habe ich erstmal noch nicht aktiviert, weil da ich da erstmal die Ernte einbringen möchte. Weil da komplett alles von die Aussaat fertig ist und eigentlich mit Böden mit durchfällt. Und deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Wenn ein bisschen was gefehlt hätte, dann okay, Problem, aber komplett schwierig. So, gleich mal aufmachen. Ich dachte, die haben einen größeren Überladungswagen. Hoffen wir, dass wir jetzt in Zukunft nicht so viel Kalk geben müssen. Das wäre nämlich schlecht. Oder ich muss es doch nochmal irgendwie eine Reihe probieren, Reihe kriegen, dass wir da automatisch holen. Ne? Die Kaufstation könnte ein bisschen ändern. So. Das dauert ja eine Weile. Jetzt wird schon mal durch. Der ist fertig mit Düngen. Mal schauen. Ja, ich müsste noch die Heuballen wegholen, ne? Also dann fällt mir noch 24, 25. Da werden wir mal hinfahren jetzt. Mal kurz gucken. Das ist pH-Wert. Bodentypen. Ja, wie gesagt, da muss ich auf jeden Fall, da sind Wiesen, da muss ich es machen. Woanders, so wie hier, habe ich schon mal Gärreste reingebracht, das ist schon ein bisschen besser geworden. Aber wie gesagt, das ist Dittmann noch, hat man noch. Ja. Ja. Erstmal die Wiesen, ne? Die Wiesen, die brauchen ja sofort was, sonst Wachstum kommt und dann ist nichts da, ne? Obwohl Dünger nicht reicht. Da werde ich jetzt aber auch hier bei der BGH noch eine Düngerstation hinbauen.
Beziehungsweise ich schau mal, ob ich den Kalksteuerer finde. Normalerweise hat er auch einen Kalksteuerer gehabt. Ich möchte doch eine gleiche Sorte haben. So, BGH. Jetzt sagt die Füllstand. Nein, nicht voll. So, Kalk. Düngerplatz. Und zwar. Bin mir nicht ganz sicher, oder hier zurück bei Dekoration. Gut, da nicht. Doch diverses. Und zwar ist das. Ach, McDonald's, ja, okay, das ist ja nun noch in weiter Ferne gerückt hier. So. Denn ich habe mich gestern in der Folge das Ding aufgestellt. Müsste aber eigentlich so ein Ding finden irgendwo. Die Nettenstation. Das Kalk. Ich glaube schon, ne? Samenplatzion. Schweinefutter, Linetten. Das muss Kalk sein. Nehmen wir den drehen. Dann. Ach, den bauen wir hier auf. Es geht deswegen darum, dass wir das nicht zu dicht zusammen machen. Das ist Kalk, okay, da haben wir am Hof auch. Und da werde ich den anderen verkaufen. Und zwar Garage. Und da hänge ich mit Düngerdings hin, ne? Ich habe schon allerhand Sachen gekauft. Hauptsache, ich finde auch jetzt die richtige Station. Den kann ich eigentlich, naja gut, einlasse ich. Kirche. Kalk. Verkauf Kalk. Das kann er auch gewesen sein. Achso, hier. Das ist ja, ich habe gerade überlegt. Das ist doch hier. Das wollte ich verkaufen. War ich gerade durcheinander gewesen, also ein ganz anderer Kauf war gewesen. Zurück. Ja, und der wär's weg. Okay. Gut. Jetzt holen wir eine Düngerstation. Damit wir auch hier mal düngen können, ne? Also, oder nicht so weit fahren müssen. Immer zum Hof fahren, das ist ja auch blöd. Drehen wir ganz kurz. Ist glaube ich nicht vom Modding-Welt, das ist aber jetzt auch egal. Das ist im Grunde nicht so tragisch. Zack. Müsste Dünger sein. Deckel auf. Will mal auffüllen, ne? Ja, müssen drunter fahren. Dünger, ja genau. Ja, dann geht's auf Feld Nummer 24 und 25. Da nochmal düngen. Aber da muss ich erstmal. Da das seht ihr. Da sind. Ja, ich wollte aussteigen. Ne, gleich mal. Ordnung machen hier. Das ist ja ungünstig, ne? Na, voll ist er voll. Ja, die Ballen muss ich wegholen. Sonst war das nichts. Wieder aufladen. Wieder einen Griff gehört. Richtige Taste gedrückt hier. Auf I. Ungünstig.
Ist aber typisch. Eine Eile. Zack. Und schon ist mal wieder passiert. Ja, heute ist es spät, aber damit ich morgen Vormittag in aller Ruhe bearbeiten kann. Alles bis auf die Kettle und Kopf, habe ich schon fertig. Das lade ich ja morgen hoch, da brauche ich auch morgen auch gleich wieder, dann haben wir das. Und die Thüringenkarte und die Marsch haben bis Montag Zeit. Da liegen auch noch ein paar Ballen, na gut. Ein paar Paletten. Gut, aussteigen. Mit den LKW Richtung Wiese. Müssen wir jetzt die Ballen wegräumen. Und da müssen wir noch. Oh, viel Arbeit. Kalk im Bremen zu Feld Nummer 4. Mann, das ist ja, wird ja ADL Arbeit aus. Denn 4 muss er Kalk kriegen. Das ist jetzt Stickstoff. pH-Wert ist hier noch ganz schlecht. pH-Wert ist allgemein nicht so günstig, ne? Ah, kann aber drauf. Wo ist hier im Hof? Ah, jetzt müssen wir in den anderen Modus gehen. Dann gehen wir hier rein. Oh, jetzt haben wir was festgemacht. Aha. Oh. Jetzt haben wir verschoben. Geht noch nicht raus. Speichern. Ich wollte zum Kalk. Da kommen wir nicht hin. Gut, dann müssen wir das anders machen. Irgendwas, oder? Steigen wir aus. Vielleicht wird es dann besser. Geht gar nicht. Das ist schlecht. Okay, dann fahren wir trotzdem mal hin. Gründe kann ich nicht erklären, aber meistens das löst sich mal von alleine. Das Problem. Wir fahren mal Richtung Wiese. Wir haben heute noch ganz Abend Zeit mit Kalken und so. Darüber überlegen, da muss ich echt mit automatisch abholen, einstellen. Denn die Wiese muss auch noch gemacht werden, die große. 36 und die 19, da muss ich echt groß einfahren lassen. Die 19 mal probieren, das ist ja dicht bei, da muss ein Puls so eingefahren. Beuchel, Beuchel. Ja, ein bisschen was sie gönnt. Gerade Hunger gehabt. So, jetzt wird so viel gegessen, ne? Zu spät vor allem. Aber egal, bezahlt nichts. Schnell die Ballerpolen, Regen. Das war auch nicht vorhergesagt, aber wer weiß. Bis der kommt, haben wir es eilig. Vor allem, wenn wir düngen wollen, müssen wir vorher die Ballen hören. Ne? Zumindest ein Heuball. Die Lageball, das wäre nicht so tragisch. Oh, Tränen. Hier fehlen die Möwen. Aber der Moment ist nicht so einfach zu machen. Wir müssen die Krähen nur weiß machen und die Stimme ändern, ne? Wo die Stimme ja eigentlich nicht im Originalspiel drin ist. So, auf Heuball haben wir, glaube ich, 8000er, glaube ich. Glaube ich, weiß man sicher. Zumindest. Das erste.
Ach, wie schön das geht, ne? Mit Auto-Load, ne? Muss ja in Kettle Cups irgendwie mit einspielen, ne? Oder ob da irgendwann so ein Ding gibt, eine Steuerung für Joysticks, wäre ideal. Aber abwarten. Ich bin erstmal gerade dabei und sehe doch mal die Kreide aus. Ich glaube, so mal Weizen oder so Zeug. Anna wird sich finden, ne? Ich eine Stroh verkaufen, ob los aufgeht, dann wäre das an sich kein Problem. Dresche haben sie neue, da kriegt ich was, das weiß ich euch gehört. Ein Update, neue Dresche. Einen größeren, glaube ich. Die mal nächstes Mal reingucken. Ob wir eine Unterführung bauen könnten? Wäre nicht schlecht, aber geht glaube ich nicht. Das ist, dann wäre die Straße glaube ich weg, wenn das überhaupt gehen würde. Das wäre doch noch das Ding, ne? Unterführung bauen. Rein theoretisch, wenn die Straße bestehen bleibt, könnte es gehen. Ne? Aber das bringt nichts. Ich werde mal versuchen, die Felder was zuzulegen. Obwohl es auch ein Klöpfen ist. Ich sag mal, wir haben auch noch große Felder, die wollen wir mal kaufen. Und dann können wir noch Felder legen. So, ein Ball noch und dann noch ein Ball. Ne? Und die anderen Felder. Ne? Auf dem anderen Feld. Event 33. Ja, ich denke mal, Heu und Stroh haben wir genug. Da brauchen wir keine Sorgen machen. Da liegt noch Heu rum. Aber für einen Ballen lohnt sich nicht. Extra herzufahren. So, Zuschauer, das soll es auch schon vor heute gewesen sein. Oh, Weihnachtsfest. Ha, ich hab's vergessen. So, Zuschauer, ich wünsche euch noch einen schönen Bescheren heute Abend. Möge das gut klappen und doch halbwegs fröhlich sein, ne? Auch von blöden Zeit her. So, mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter zum ersten Freitag. Tschüss. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen.